Liebe Zuschauer, 350 Jahre liegt der wohl folgenschwerste Inquisitionsprozess zurück. Galileo Galilei wurde der Ketzerei beschuldigt, weil er das kopernikanische Planetensystem vertrat. Der aus diesem Prozess resultierende Konflikt wirkt bis in die Gegenwart. Albrecht Völsing gab dem nun folgenden Film, der im Oktober des vergangenen Jahres aus Anlass der Wiederkehr der Ladung Galileis vor Gericht Erstsendung hatte, den Untertitel Prozess ohne Ende. Im Morgengrauen des 1. Oktober 1632 verließ Pater Giacinto Stefani seine Klause in San Marco zu Florenz zu einem gut einstündigen Fußmarsch. Hinter dem Ponte Vecchio passierte der Pater Inquisitor in der Costa San Giorgio das Stadthaus von Signor Galilei, dem Hofmathematiker des Großherzogs der Toskana, der seit einem Jahr auf dem Hügel von Arcetri lebte.